Ja, winke, winke und einen schönen guten Abend. Ja, endlich passt es einmal die Woche mehr abends bei mir. Erstens zeitbedingt und auch jetzt mal wettertechnisch, weil es war irgendwie die ganze Woche sehr, sehr durchwachsen, eher regnerisch. Und ja, bin jetzt natürlich wieder voll heiß, muss ich schon sagen, nach den coolen Funden vom letzten Wochenende auf meinen Voralpenberg-Anhöhen. Und jetzt bin ich in einem Wald, da war ich letztes Jahr im Herbst mit meinem Sohnemann. Da haben wir richtig fette Pfifferlinge gefunden. Also das waren so mit halben Meter Teile, aber die waren groß, die waren richtig groß. Die Stelle will ich jetzt noch unbedingt mal kurz anschauen, ob da vielleicht schon was wächst. Das waren violettschuppige Pfifferlinge. Den Wald, den habe ich letztes Jahr im Herbst zum ersten Mal begangen und waren wirklich tolle Funde dabei. Und jetzt bin ich gespannt, was ich jetzt im Frühsommer, in diesem frühen Frühsommer, wo sich anscheinend überall die Pilze schon viel zu früh zeigen, was aber natürlich sehr schön ist, tatsächlich hier auch dann, schon irgendwo zeigt, oh, schau mal, bleibt da quatschen, beinahe vorbei, klatscht da hinten, und so giftgrün, wie die da rausstrahlen, haben wir lauter grünblättrige Schwefelköpfe, aber die sind zumindest auf der rechten Flanke schon deutlich am Vergehen und links drüben auch schon, ziemlich grenzwertig, stehen sicherlich schon länger da und sind sowieso keine Speisepilze, weil die grünblättigen Schwefelköpfe bekanntlicherweise giftig sind. Ja. Richtig büschelig sind die da hinten gewachsen, auf der anderen Seite von dem Baum waren noch ältere Exemplare, aber natürlich lassen wir die jetzt einfach so stehen. Ja, was haben wir da eigentlich für einen Wald? Am Randbereich ist zumindest noch so ein Mischwald zwischen Buche. Da hat es bei mir auch ein paar Kiefen, sehr, sehr außergewöhnlich, zumindest bei mir hier in der Ecke, dass sie da mal ein paar Kiefern angesammelt haben oder angepflanzt wurden, kann auch so sein. Und weiter hinten wird es dann wieder ein überwiegendes Fichtenwäldchen, auch dazwischen wieder ein paar Lärchen, gibt ja schon Goldröhrlinge, die gefunden werden. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil es ist schon 17:45 Uhr, müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil die Abendsonne wird auch irgendwann mal weniger werden und wenn ihr noch was Vernünftiges sehen wollt, dann muss ich mich mit der Kamera beeilen. Ja, die nächste Pilzart hier entdeckt. Da vorne, der schimmert schon so schön rosa raus. Und den hier vorne, den habe ich schon mal entnommen und geschnuppert. Ja, das sind rosa Rettichhelmlinge. Und es geht verheißungsvoll weiter. Da oben erkennt man noch die Reste von irgendetwas. Ja, was ziemlich Weiches. Aber da unten erkennt man wahrscheinlich was sehr, sehr Eindeutiges. Und das müsste doch rein optisch schon mal ein Frauentäubling wieder sein. Boah, jetzt muss ich mal schauen, ob ich den irgendwie rauskriege. Jetzt lösen wir den einmal. Ja, mit Schnecke hinten dran. Ein bisschen dreckig das Ganze. Jetzt schauen wir mal, ob wir da diesen Lamellentest machen können. Ja, da bricht nichts. Schnecke, du bleibst jetzt mal schön herunten, du machst da oben weiter. Ja, ein schöner Frauentäubling, der außer dem Schneckenfraß eigentlich wunderbar ist. Jo, schön, erste Frauentäubling im Körbchen, wunderbar. Und vor mir stehen schon die nächsten Pilze am Boden. Und die mitten auf dem Weg, aber da waren die letztes Jahr im Herbst tatsächlich auch schon gestanden. Und da haben wir die ersten Stäublinge, tatsächlich. Und die haben oben schon ein Loch, also wahrscheinlich sind die schon etwas am, jetzt sieht man es besser, am Altwerden, ob es aber Flaschenstäublinge waren. Ja, ich glaube, dass das Flaschenstäublinge waren. Jetzt können wir mal eins machen, einen vielleicht mal kurz anschneiden, wie alt das die schon sind und ob die eventuell noch was wären zum Mitnehmen. Ja, gesagt, getan und oben krabbelt gerade noch zumindest ein kleiner Mitesser raus, so schaut es zumindest aus, ein kleiner Käfer. Ja, ob der das Loch wirklich verursacht hat, das kann schon sein, aber schaut mal, was da daneben am Boden rauskommt. Die sind wirklich nur im Millimeterbereich. Sehr schön, also auch die Flaschenstäublinge und zu denen noch mal kurz, der wäre sogar noch etwas gut, nehmen wir es mal so, unten der Fuß gefällt mir nicht mehr so. Also wenn die innen drin noch schneeweiß sind, dann kann man die wunderbar mitnehmen.
haben allerdings einen Geschmack, da kann man drüber streiten. Viele füllen die dann mit Käse oder mit Speck. Ja, so kriegt man ein bisschen was, sagen wir mal, Aromatisches zusammen. Ansonsten haben die wirklich wenig für mich persönlich Eigengeschmack oder interessanten Geschmack. Und ich werde die jetzt da auch tatsächlich stehen lassen, genauso wie die da vorne kommen. Ja, ich mache jetzt tatsächlich eins, ich gehe jetzt wirklich mal bewusst diese Waldwege etwas ab. Warum? Weil die ein bisschen lichter sind als das normale, ja, Dickicht hier im Hauptwald. Da war jetzt nach der Waldkante vorne, wo ich gleich den Frauentäubling gefunden habe und die Stäublinge, war jetzt da hinten tatsächlich nichts mehr zum sehen. Es ist auch merklich kühler und das kann vielleicht sogar dasselbe sein wie neulich auf dem Berg oben, dass eher jetzt da bei mir die Randbereiche momentan ein bisschen ergiebiger sind, wo es noch ein bisschen schneller warm wird. Aber ja, das lässt sich jetzt rausfinden, indem wir das jetzt einfach mal abchecken. Ja, und die Pilze von mir her am Weg, das schaut extrem nach Scheidenstreifling, also eben diese rausgewachsene Scheide, der eben auch namensgebend ist. Und oben drüber von dem einen größeren Exemplar der abgebrochene Hut. Den kleinen mag ich jetzt fast einmal so unberührt da stehen lassen, aber es schaut sehr verdächtig nach Scheidenstreifling aus. Ja, wahrscheinlich der braune Scheidenstreifling, aber kann man vielleicht im Zustand nicht mehr genau sagen. Wäre essbar, aber der bleibt natürlich hier stehen. Ja, jetzt bin ich mitten an dem in dem Platz, wo letztes Jahr im Herbst diese riesigen violett-schuppigen Pfifflinge gewachsen sind. Aber ich sehe nichts. Da ist nichts und ja, kommt mit ziemlicher Sicherheit erst hier das Wachstum noch ein bisschen erst in Schwung. Hat mich jetzt in Anführungsstrichen jetzt nicht einmal groß überrascht, habe schon so vermutet, weil es einfach hier hinten, wie gesagt, ziemlich feucht und ziemlich kalt ist und bis das jetzt bei den aktuellen Temperaturen mal richtig auf Temperatur im wahrsten Sinne des Wortes kommt, dauert es wohl noch etwas. Macht nichts, jetzt schauen wir noch eine kleine Runde durch und dann würde ich mich wahrscheinlich wirklich wieder eher Richtung Waldrand begeben und dann nochmal schauen, was wir in anderen Bereichen entdecken können. Ja, nichts zum Finden. Ja, tatsächlich so. Also da hinten war letztes extrem geil mit Pfifferlingen, aber die wachsen hier noch nicht. Und dann mache ich jetzt tatsächlich das. Jetzt geht es wieder durchs Gestrüpp zurück Richtung Waldrand. Da hinten hat sich jetzt ein Pilz verraten, der leuchtet da nämlich etwas auffällig raus. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, Hut ist fest, unten drunter fühlen. Oh, fühlt die noch Röhren an, jetzt schauen wir, dass wir den ein bisschen... Oh, kommt relativ easy. Okay, Freund der Nacht, was haben wir denn hier? Drücken wir mal. Blaut nicht. Ja, dann ist zumindest jetzt einmal... Auch wenn es fast sein könnte, glaube ich, kein Maronen. Was ist, glaube ich, es ist kein Maronenröhrling. Da bin ich jetzt eher bei der Ziegenlippe. Sollte sehr wahrscheinlich eine sein. Ich habe hier schon mal eine gefunden. Dort haben wir jetzt auch die erste Ziegenlippe für 2024. Sehr schön. Ja, den ersten Täubling, Frauentäubling, das wisst ihr vielleicht noch, den habe ich an so einer Hangkante gefunden, direkt im Weg. Und tatsächlich, auch an so einer Waldweg-Hangkante, würde dann der nächste Frauentäubling ja, gewachsen sein oder ist gewachsen. Aber der ist definitiv schon so von den Schnecken verputzt,
dass wir den so stehen lassen. Ja, in dem Wald zeichnet sich anscheinend etwas ab, und zwar, dass hier direkt am Wegrand, an dieser Traktorböschung, nenne ich es jetzt mal, hier jetzt, wenn die Frauentäublinge wachsen, den da oben habe ich versucht zu lösen, aus dem ist jetzt wirklich dann unten auch aufgrund des Madenteils wirklich nichts mehr geworden. Das habe ich am Stiel auch schon gemerkt, dass der ziemlich brüchig ist, aber erstaunlich, dass sich das hier im Wald, wie gesagt, hier jetzt überwiegend an diesen Wegrennen abspielt. Das, was ihr jetzt am Schluss gesehen habt, war jetzt dann meine letzte Taktik für heute, dass ich diese ganzen Waldwege, die da so am Rand sind, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter gehe. Aber da waren jetzt keine weiteren, zumindest Speisepilze zum Finden, ein paar kleinere, ein paar auf die Schnelle unbekannte. Jetzt machen wir noch eins, jetzt gehen wir noch ganz schnell ins Auto, ein paar Minuten haben wir noch Sonnenschein. Jetzt fahre ich noch an ein Waldstück, wo ich bislang noch nie einen Fuß reingesetzt habe, das aber mehr oder weniger auf dem Weg liegt, und bin selber gespannt, was es da zum Finden gibt. Auf die Schnelle! Und da sind wir schon. Also, Kurzfassung hinter mir, das ist ein überwiegender Laubwald. Meistens Buchen und ein bisschen was anderes eingestreut, das Ahorn und so weiter. Holunder vor mir, aber um die geht es, glaube ich, gar nicht. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz durch, sagen wir vielleicht 20 Minuten, passt so vom Licht her. Und ja, wie schaut es da hinter mir aus? Man erkennt es vielleicht schon ein bisschen. Das ist ziemlich am Hang. Und da werde ich mal einen schönen Einstieg suchen und mal ein bisschen rumschauen. Das haben wir jetzt schon fast gedacht. Da ist recht viel Sturmbruch passiert. Und ich habe es von der anderen Straßenseite schon mal von der Weiten gesehen, dass hier relativ viel abgeholzt werden musste. Aber es stehen tatsächlich noch ein paar schöne Buchen dazwischen. Und ja, lassen wir uns überraschen, ob wir da heute noch was entdecken können. Das Stückchen Wald ist bei mir sogar ein eher, sagen wir mal, seltenes Stückchen, weil es hier fast nur oder ausschließlich Laubwald ist. Also einen Nadelbaum da vorne, das müsste der Lärche sein. Ansonsten eigentlich zu optisch gesehen 95% Buchen tatsächlich. Und das ist natürlich was sehr, sehr Interessantes für gewisse Pilzarten, die eher im Laubwald dann zu Hause sind. Nicht bloß jetzt im Frühsommer oder Spätsommer, auch im Herbst und Winter natürlich. Also das Gebiet werde ich mir sicherlich zukünftig ein paar Mal öfter anschauen. Ja, einfach mal gespannt, was hier so alles wächst. Sogar mit Chiemsee-Blick. Ja, wunderbar. Super. Ja, ein geländetechnisch anspruchsvolles Revier. Also
zu meiner Linken, sprich das ist so die Südwestseite, da sind wirklich überwiegend Buchen, Laubholz. Auf der anderen Seite, so auf der Nordseite, ja, jetzt kommen da vorne tatsächlich auch Kiefern, ein paar Eschen und auch weiter hinten wieder Fichten zum Vorschein. Sehr gemischt somit der ganze ja, Berg. Es ist so ein kleiner Bergrücken. Speisepilztechnisch war jetzt nichts Neues zu vermelden oder zu finden. Das macht es in dem Sinne überhaupt nichts. Es ist ein sehr, sehr interessantes Habitat. Macht definitiv Lust auf viel, viel mehr. Vor allem auch in der ja, Sommer- und Herbstjahreszeit. Bin selber gespannt, was ich hier so über die Zeit alles so entdecken und finden kann. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung, was es hier wirklich geben könnte. Und ja, das macht es natürlich sehr, sehr interessant und reizvoll, das ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Vor allem, wie gesagt, wegen den ganzen unterschiedlichen Baumarten, die hier so sind. Aber wie gesagt, die Sonne schwindet schon langsam, jetzt geht schon auf 7:30 zu. Ich sage für den Abend jetzt Servus, wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, nochmal ich, und zwar für eine ganz, ganz schnelle Westside-Waldrunde. Ja, ein Wald, auch immer gern besucht von mir. Pfifferlinge, auch Frauentäubling habe ich da schon mal gefunden, Steinpilze. Auch ein Wald relativ nah bei mir vor der Haustür. Und da schaue ich jetzt einfach nur mal wirklich bloß auf der Westseite mal ganz kurz durch, ob ich vielleicht da noch ein paar Pilzchen finden kann. Ja, diese Westside-Story wäre beinahe ohne Erfolg geblieben, aber unter mir habe ich einen Pilz gefunden. Und ich hätte den fast nicht entdeckt, wenn er sich nicht oben so ein schönes Dach hochgedrückt hätte. Und zwar haben wir da unten drunter einen Perlpilz. Zumindest traue ich mich, das jetzt in diesem Stadium ziemlich sicher zu bestimmen. Aber Perlpilze bleiben bei mir noch im Wald stehen. Macht nichts. Aber schön, dass auch der nochmal entdeckt wurde heute Abend. Ja, die letzten Schritte tatsächlich im Wald hier drin nutze ich jetzt nochmal für die tatsächlich letzte Abmoderation heute. Es war eine schöne, kurze Abendrunde. Ja, vor allem wirklich die Sonne mal rausgekommen ist nach dem tristen Tag heute. Und unten hüpft ein Reh. Wunderbar. Ja, dann nochmal einen schönen selbigen Abend. Gute Zeit und bis zum nächsten Video. Servus!